Es geht doch nichts über einen frischen Salat, oder? Genau. Alle Freunde in meiner Klasse bringen ihr Pausenessen mit. Ich hab's dir schon mal gesagt. Nein, das ist zu aufwendig. Und du isst nie, was wir dir einpacken. Aber ich hasse das Schulessen. Ich mag das Schulessen. Das schmeckt ganz lecker. Klappe, du Zwerg. Mama! Henry lässt mich nie was sagen. Sei nicht so gemein, Henry. Bitte! Bitte darf ich Pausenbrot in die Schule mitnehmen? Na ja, wenn du versprichst, alles aufzuessen. Yippie! Dann darf ich ab jetzt ins Pausenzimmer. Ja! Jetzt gehörst du auch zu uns, Henry. Vielen Dank, Henry. Hiermit hast du uns den Beweis geliefert, dass es im Pausenzimmer drunter und drüber geht. Martha aus der Schulkantine kennt ihr ja. Sie ist jetzt zuständig für das Pausenzimmer und sorgt hier für Ordnung. Und sie überprüft eure Pausenboxen und stellt sicher, dass ihr alles aufesst. Also, ihr setzt euch jetzt alle hin, macht eure Pausenboxen auf und esst. Ich lass mir doch von der miesen Martha nicht den ganzen Spaß verderben. Hey, das gehört mir. Jetzt nicht mehr. Das ist beschlagnahmt. Sie ist mein Muffin. Ja, ganz genau. Süßes ist verboten. Oh, das ist echt gemein. Sie darf doch nicht so einfach unsere Sachen essen. Was sollen wir denn machen? Morgen ist ein neuer Tag. Gib mir deine Süßigkeiten. Ah, ist doch nur Plastik. Jetzt hab ich dich. Wenigstens ein Ort, an dem ich vor der miesen Martha sicher bin. Oh. Hä? Sowas. Leckereien? Hat keiner von euch Leckereien dabei? Wenn du mir nicht sagst, wo Laura ihre Leckereien versteckt hat, dann isst du in der Schulkantine, Andi. Und so viel ich gehört habe, gibt's heute ekligen Eintopf. In ihren Socken. Dominik hat seine unter den Tisch geklebt. Au! Au! Henry hat einen Schokoladenkeks in seinem Fußballschuh. Wenn ihr mir nicht sofort sagt, wo Henry seinen Schokoladenkeks versteckt hat, dann esst ihr alle wieder in der Schulkantine! In seiner Mandarine! Gibt es auf einmal nur noch Verräter? It's so easy being me. I'm Henry. Wenn die
Polizei Rebecca für eine Einbrecherin hält und sie mitgenommen hat, habe ich dann beim Versteckenspielen gewonnen? Nein. Beim Versteckspielen hat keiner von euch gewonnen. Ich bin also eine Einbrecherin und ich bin 3 Meter groß, mit Zähnen so groß wie Eisberge. Das war nicht meine Idee. Ich finde sie ganz reizend. Ab ins Bett. Ich gebe euch 5 Sekunden. 1. Lauf! 2. 3. 4. 5. Denk nicht mal dran, nochmal aufzustehen. Oder es wird dir leid tun, dass du je geboren wurdest. Die macht mir meinen ganzen Ruf kaputt. Hoffentlich findet das niemand raus, dass ich 2 Stunden zu früh ins Bett gegangen bin. Henry, ich bin's, Peter. Ich will noch wissen, was du jetzt vorhast. Was ich vorhabe? Du bist doch Henry. Das wirst du dir doch nicht gefallen lassen. Nein, ganz bestimmt nicht. Denn Henry hat niemand Befehle zu geben. Das ist unser Haus. Wir haben Rechte. Wir lassen uns nichts befehlen. Wir wehren uns gegen die Unterdrücker und kämpfen für unsere Freiheit. Denn ich bin Henry und du bist Peter. Ich glaube, ich bleib lieber in meinem Zimmer. War klar. Eine Spinne! Das ist ja nur ein doofes Gummitier. Das ist es! Genau! Und sind wir schon frei? Wir brauchen eine Spinne. Eine Spinne? Irgendeine spezielle Art? Ja, eine riesige. Perfekt. Also, ruf um Hilfe. Hilfe! Au! Hilfe! Das war ziemlich gut. Oh, vielen Dank. Wieso liegst du nicht in deinem Bett? Eine Spinne! Nein! Nimm die da weg! Sieh mal, Peter, die ist riesig! Total haarig und eklig und krabbelig und ganz... Nimm die da weg! Wenn ich schon mein Leben riskiere und die Spinnen einfange, darf ich dann Mutanten Max sehen? Ja. Und aufbleiben, bis meine Eltern kommen? Ja. Und das ganze Eis im Kühlschrank aufessen? Ja, aber schaff sie jetzt bitte weg! Abgemacht. Die könnte ich morgen mit in die Schule nehmen. Gut. Zurück ins Bett. Alle beide. Auf der Stelle. Aber wir haben eine Abmachung. Pech. Die gilt nicht mehr. Sie hätten sich wenigstens bedanken können. Wenn die Abmachung nicht mehr gilt, können sie die Spinnen wieder haben. Henry, ich finde, das reicht schon. Es ist nicht nett, andere zu erschrecken. Sie hat ihr Versprechen nicht gehalten. Stimmt. Erwachsene sollten nichts versprechen, was sie nicht halten wollen. Lasst mich raus! Lasst mich sofort hier raus! Geschafft! Na warte, du ruflose, rabiate, randalierende, ranzige Ratte! Mach sie fertig, Mutant Max! Die Eltern! 1, 2, 3, ich komme! So, du kleiner Wurm! Ich nehm dich auseinander, Stück für Stück! Henry? Ich wollte gerade gehen. Oh, meine armen Jungs. Oje, wie sieht's denn hier aus? Also die rufen wir bestimmt nicht mehr an. Wir sind ein ziemlich gutes Team, oder? Ha, das wäre ja noch schöner. So easy being me, I'm Du gehst morgen mit mir zur Arbeit und ich möchte, dass du dich vorbildlich benimmst. Klasse! Kann ich Computerspiele spielen und rumsurfen und Computerspiele spielen? Henry, ich arbeite für prickelnde Zahnbürsten. Wir verkaufen Zahnbürsten und Zahnpasta. Du sortierst Akten und darfst fotokopieren.
Ach, komm! Und wenn du Glück hast, darfst du Zahnpastatuben in Schachteln einpacken. Von wegen. Ich komm nicht mit. Natürlich kommst du mit. Es schadet dir nicht zu sehen, was es heißt zu arbeiten. Nein! Ich will aber nicht arbeiten gehen! Ich glaube, Papa gefällt es, dass ich heute mit ihm zur Arbeit gehe. Ist doch viel besser als mit dem stinkigen Peter. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Es wird bestimmt alles gut. Henry, nicht den drücken! Das ist kein guter Anfang, Henry. Ganz und gar nicht. Du benimmst dich schrecklich und wir sind noch nicht mal an meinem Schreibtisch. Aber Papa, wir werden gerade von Feuerwehrmännern gerettet. Das ist doch riesig. In ein Büro gehen Leute, um zu arbeiten, nicht um Unsinn zu machen. Ich wünsche mir bestes Benehmen. Mein Chef ist sehr streng, also blamier mich bitte nicht. Papa, du kannst dich auf mich verlassen. Hiya! Oh, au! Sie kommt zu spät. Gar nicht gut. Ich als Chef muss es wissen. Nur wer pünktlich ist, bringt es weit. Tut mir leid, Herr Best. Ich hab aus Versehen den Alarmknopf gedrückt. Papa hat gerade geflunkert. Das ist ja wie in der Schule. Henry, das ist Herr Best, mein Chef. Und du musst alles tun, was er sagt. Und das ist Wilhelm, sein Sohn. Und was ich sage, musst du auch tun. Willkommen in meiner Zahnbürsten- und Zahnpastafabrik, Henry. Unser Ziel ist es, dass unsere Zahnbürsten landesweit in aller Munde sind. Also sei schlau und nutze die Gelegenheit, mein junger Freund. Pass gut auf und lerne. Und dann kannst du eines Tages vielleicht auch für mich arbeiten. Ich versuche mein Bestes, Chef. Herr Best, ich versuche aufzupassen und zu lernen. Ich mag dich, kleiner Henry. Ich wünschte, es gäbe mehr junge Männer, die so wie ich sein wollen. Ich sag dir was. Du kannst heute der Partner von meinem Sohn sein. Mein Sohn wird eines Tages alles hier übernehmen. Beobachte ihn also peinlich genau, Henry. Mein Sohn ist die Zukunft. Du hast gehört, was Herr Best gesagt hat, Henry. Mach alles, was er sagt und alles, was Wilhelm sagt. Alles klar. Wird gemacht. Konferenz im Konferenzzimmer in exakt 10 Minuten. Erste Aufgabe, Jungs, Tee kochen und Tee servieren. Und denkt dran, ich könnte euch beobachten. Vergiss nicht, Henry, du machst alles, was sie sagen, ja? Müssen wir so viel Tee kochen? Machst du Witze? Ich habe Besseres zu tun, als auf Vater zu hören. Toll! Und was machen wir stattdessen? Du kapierst es nicht, oder? Du kochst den Tee, ich seh dir zu. Auf keinen Fall! Wenn du nicht tust, was ich sage, feuert mein Vater deinen Vater. Also an die Arbeit, du Hohlbirne. Gut. Und jetzt ordne ich dir an, diese Sachen in den Tee zu mischen. Vergiss nicht, tu alles, was sie sagen, ja? Tja, wenn das ein Befehl ist. Schmeckt toll. Guter Tee, Wilhelm. Danke, Henry. Mit diesem Tee hat jemand rumgepfuscht. Wer war das? Das war Henry, Vater. Ich wollte es verhindern. Er hört nicht auf mich. Aber er hat's mir befohlen. Und du hast gesagt, dass ich alles tun muss, was er sagt. Keine dummen Ausreden. Sie sollten Ihren Sohn besser im Griff haben. Du musst lernen, was es heißt zu arbeiten, Henry. Ihr geht jetzt beide runter in die Verpackungsabteilung. Sofort! It's so easy being me. I'm Hard Henry. Peter? Hallo, Henry. Ich darf der Schulpostkurier sein. Ich muss heute allen Lehrern ihre ganze Post bringen. Hier ist die Briefablage, Peter. Weißt du denn, was du zu tun hast?
Ja, natürlich, Frau Lieblich. Oh, Peter, ich gratuliere dir. Der Schulpostkurier ist eine wichtige Aufgabe. Ich bin sicher, du wirst das ganz hervorragend machen. Das hier ist für Herrn Fieser. Vielen Dank, Frau Sonderlich. Frau Lieblich, dürfte ich Sie einen kurzen Augenblick sprechen? Oh, Henry, warum wundert es mich gar nicht, dich hier zu sehen? Ich kümmere mich gleich um dich. Peter, du darfst wieder in die Klasse gehen. Also, wann musst du die Sachen aus der Ablage ausliefern? Vor der großen Pause. Oh, ich werde der beste Schulpostkurier aller Zeiten. Vor der großen Pause, hä? Perfekt. 3 Stunden nachsitzen, ist das alles? Tja, an dieser Schule herrscht keine Disziplin. Das ist das Problem. Setz dich dort drüben. Henry, setz dich da drüben hin. Henry? Henry? Henry! Henry! Aber er hat mich geschubst. Ach ja? Ich hab nichts gesehen. Letzte Stunde vor der großen Pause, Chemie! Wart's nur ab, ich hab den genialsten aller genialen Pläne. Darüber wird man noch ewig reden. Hey, Ruhe da hinten! Psst! Ich liebe Chemie! Jetzt seht alle genau zu. Was passiert, wenn man rote Farbe mit Wasser mischt? Du! Keine Ahnung. Das Wasser färbt sich rot? Richtig! Oh. Was hast du denn? Ich mag Rot nicht. Oh, schaut mal! Es ist einfach verschwunden. Vielleicht könnten Sie uns auch verschwinden lassen, Herr Fieser. Was redest du denn für einen Unsinn, Junge? Sehen Sie mal! Das dürfte gar nicht passieren. Herr Fieser, mir ist auf einmal ganz schwindelig. Ich krieg keine Luft! Mir wird schlecht. Luft, Mann, Luft! Ach, Himmel noch mal! Das ist doch nur Wasser! Wir wurden vergiftet! Herein! Was ist denn, Junge? Ein Päckchen für Sie, Herr Fieser. Was ist passiert? Wo ist meine Klasse? Ich glaube, sie haben sich alle in Frösche verwandelt. In Frösche? Nein, nein, das ist mir zu viel. In Frösche! Aber, Herr Fieser, sehr merkwürdig.